Implenia ist ein integrierter, führender Bau- und Immobiliendienstleister, welcher Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen realisiert. Das Unternehmen fasst heute das komplette Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zusammen. Mit integrierten Dienstleistungen und vor allem der Kollaboration über alle Unternehmensbereiche hinweg realisieren wir von Implenia große, komplexe Projekte und begleiten unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Die Megatrends wie beispielsweise die Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern dabei die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden grundlegend, helfen uns, Arbeitsweisen zu überdenken und Innovationen gezielt voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass der Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Bau ganz stark über die Digitalisierung führen wird und darüber, dass wir Bauprojekte von Beginn an ganzheitlich denken und aufsetzen. Im Jahr 2019 wurde im Rahmen einer Konzeptvergabe ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ausgeschrieben. Dabei konnte Implenia gemeinsam mit Netzwerkarchitekten und GTL Landschaftsarchitekten die Jury überzeugen und den Wettbewerb für sich entscheiden. Im Jahr 2021 wurde der Kaufvertrag für das Grundstück zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Implenia notariell beurkundet. Unser Projekt sieht eine meanderförmige, sechsstöckige Wohnbebauung vor, die neben modernem Wohnraum auch Platz für eine städtische Kindertagesstätte bietet. Abgetrennt von diesem Komplex ragt ein markantes 16-stöckiges Hochhaus empor. Mit einer Bruttogrundfläche von rund 31.000 Quadratmetern wird dieses Vorhaben in Zukunft rund 310 Miet- und Eigentumswohnungen beherbergen. Ein Schwerpunkt des Projektes liegt neben Nachhaltigkeit auf der sozialen Verantwortung. Hierbei ist ein Großteil der Flächen für geförderten Mietwohnungsbau vorgesehen. Parallel zum Bebauungsplanverfahren haben wir 2022 einen Architekturwettbewerb für die Ausgestaltung des Hochhausbaukörpers mit 5 renommierten Architekturbüros durchgeführt. Diesen Wettbewerb haben wir hybrid aufgesetzt. Das heißt, die Wettbewerbsentwürfe mussten zusätzlich auch als digitales Modell eingereicht werden. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwurfsphase. Um den ganzheitlichen integrierten Projektansatz und die Kollaboration der Projektbeteiligung über alle Projektphasen hinweg BIM-technisch optimal zu unterstützen, sind einheitliche Standards unerlässlich. Die OpenBIM-Arbeitsphase fördert den interdisziplinären Austausch und ermöglicht es den Projektbeteiligten, flexibel mit ihren Standards, Softwaresystemen zu arbeiten. Die offenen Standards von Building Smart wie IFC, BCF, den Model View Definition und Information Delivery Manuals gewährleisten den nahtlosen Datenaustausch und die Bereitstellung aller Informationen in definierter Qualität. Das führt zu mehr Transparenz, einer verbesserten Kommunikation und im Ergebnis zu einer effizienteren Zusammenarbeit. Mithilfe des Information Delivery Manuals und der Model View Definition konnten bereits im Rahmen des Architekturwettbewerbs der IFC-Datenaustausch standardisiert werden. Durch die IFC-Exportvorschriften wurden die eingereichten Modelle vergleichbar gemacht. Die jeweiligen internen Standards der Planer konnten mittels der User-Defined Property Sets beibehalten werden. So war es nicht erforderlich, dass die Planer für die Teilnahme am Wettbewerb ihre Arbeitsweise umstellen mussten oder neue Parameter anlegen mussten. Die BCFs vereinfachten die Kommunikation und den Informationsaustausch. Wir sind davon überzeugt, dass ein hybrider Wettbewerb die Stärken des analogen Wettbewerbs mit den Vorteilen von digitalen Methoden optimal vereint. Mit Hilfe eines 3D-Modells können beispielsweise unbegrenzte städtebauliche Perspektiven eingenommen und geprüft werden. Zudem können individuelle Schnitte angelegt werden, um Abstände zu messen und aus der Perspektive des Nutzers durch das Gebäude zu navigieren. Wenn hierbei noch VR-Technologie zum Einsatz kommt, ist eine immersive Erkundung des Projektes durch das Modell möglich. Auf Grundlage des IFC-Standards konnten wir zudem die Qualitäten der Arbeiten hinsichtlich ausgewählter Aspekte objektiv gegenüberstellen und bewerten. So wurden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter anderem die Flächen der Modelle berechnet und für den Juryentscheid visualisiert. Besondere Vorteile durch die Nutzung eines standardisierten Datenaustauschformats ergeben sich am Übergang zwischen den Projektphasen. Hier liefert die OpenBIM-Methode mittels des IFC-Datenformats aktuell erheblichen Mehrwert.
Die Palette an CAD-Softwarelösungen, Analyse-Tools und Kommunikationsplattformen ist breit gefächert. Aber keine Software ist derzeit in der Lage, den gesamten Planungsprozess abzudecken, weshalb offene Austauschformate unentbehrlich sind. Die Planungsstände der Fachplaner werden in regelmäßigen Abständen in die Prüfsoftware geladen und einer gründlichen Evaluation unterzogen. Das Issue Management findet auf einer zentralen Kollaborationsplattform statt, auf der die Issues der Planer einfach erfasst und verwaltet werden können. Issues, die bei Modellprüfungen identifiziert werden, können mittels BCFs an die verantwortlichen Planer kommuniziert und von diesen effizient bearbeitet werden. Alle Projektbeteiligten haben auf diese Weise stets den gleichen aktuellen Stand. Dem Projektteam dient das Modell als Grundlage für vielseitige Analysen. Die GIS-Software ermöglicht zum Beispiel die Modellierung und Visualisierung von städtischen Umgebungen. Durch die Integration des Modells in die virtuelle Umgebung kann der Entwurf in frühen Leistungsphasen genau analysiert werden. Dabei können Aspekte wie Gebäudehöhen, Standort, Verkehr oder die Verschattung von Nachbarbebauungen berücksichtigt werden, indem die Einflüsse der Randbebauung geprüft werden. Zur Realisierung klimaneutraler Gebäude ermöglicht die Ökobilanzierungssoftware weitere Optimierungsanalysen. Sie erlaubt es, eine präzise Lebenszyklusanalyse des Bauprojektes hinsichtlich verschiedener Umweltauswirkungen, wie zum Beispiel den Treibhausgasemissionen, durchzuführen. Der Datenimport erfolgt dabei unkompliziert mithilfe der IFC 4, wodurch das bestehende Modell ohne größere Nacharbeiten genutzt werden kann. Änderungen im Projekt, die aus diesen Analysen resultieren, werden unmittelbar in die Planung integriert. Der integrierte Projektansatz ermöglicht es uns, zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Grundstein für die späteren Planungsphasen zu legen und die optimale Ausführung mitzudenken und vorzubereiten. Hier liegen noch einmal erhebliche Effizienzpotenziale, die es zu heben gilt. Durch den Einsatz der Koordinationssoftware in der Ausführung wird vor allem die Dokumentation und Kommunikation auf der Baustelle vereinfacht, indem alle Modelle der Fachplaner zusammengeführt werden. Es werden Dateien in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Geometriedaten, Thermiepläne, Punktwolken und Pläne unterstützt, was die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Softwaresystemen disziplinübergreifend erleichtert. Die Verknüpfung des Modells mit dem Terminplan ermöglicht eine modellbasierte Leistungserfassung und kann beispielsweise zur Soll-Ist-Abgleichsanalyse verwendet werden. Hierdurch generierte Materialabrufe vereinfachen die Kommunikation zwischen Baustelle und dem produzierenden Werk. Der Projektleiter oder Polier kann anhand des Modells Abrufscheine generieren und an die Werke senden, was bei der Kapazitätsplanung und der Verhinderung von Engpässen hilft. Mit dem von Emplenia entwickelten Planhüsi können die Modelle auch direkt auf der Baustelle genutzt werden, sodass Pläne in Papierform überflüssig werden. Anhand eines 3D-Modells im IFC-Format können die anstehenden Arbeiten am Ort der Produktion visualisiert und besprochen werden. So lassen sich beispielsweise komplex bewährte Knotenpunkte dreidimensional betrachten, um Klarheit und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Das Planhüsi stellt sicher, dass auf der Baustelle nur die aktuellen Pläne vorliegen, was Fehler aufgrund veralteter Planunterlagen vermeidet. Ein Druckroboter kann eingesetzt werden, um die Ausführungseffizienz auf der Baustelle zu erhöhen und Fehler beim Einmessen zu minimieren. Hierbei werden die Grundrisse aus den Modellen exportiert und über eine Totalstation referenziert. Der Roboter misst die Grundrisse automatisch ein und überträgt die Linien und Beschriftungen auf die Rohbaudecke. Dadurch weiß beispielsweise der Trockenbauer, welche Gipswandtypen an welcher Stelle errichtet werden müssen. Das Projekt Marie und Fritz am Marienplatz in Darmstadt unterstreicht die Bedeutung von Kollaboration und fortschreitender Digitalisierung für die Realisierung von Bauprojekten. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Einsatz von offenen Austauschformaten einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg leistet und sind sehr stolz darauf, Teil dieser innovativen Community zu sein.